Hi, mein Name ist Robin und wir müssen Mario erneut bei einem Waldpicknick stören. Ja, er wollte noch ein paar Spaghetti essen. Denn somebody touched his Spaghetti! Oder so. Alter, war der schlecht. Oh Gott, und das wird der schlimmste Tower überhaupt. Ich weiß nicht, kommt jetzt sogar schon die Lava? Ich will's gar nicht wissen. Puh, das wird einen Ausraster geben. Oder zwei. Nee, lass mal hier so bleiben. Ja, vor allem ist es so unpredictable. Wann die Starcoins kommen. Ich habe nämlich keinen Plan. Hier ist auch keine Starcoin, so wie es aussieht. Ah, hier. Und da unten kommt schon die Lava. Ja, GG. Halt mich doch nicht auf. Ah, scheiß auf die Feuerblume. So, und dann einfach hier hoch. Warten, bis hier das Ding hochgeht. Warten, bis hier das Ding zurückgeht. Nein! Okay, da rechts lang. Das ist die zweite Sack und wo ist die erste? LOL. Ich hab keinen Plan. Ja, come on. Wir haben gerade die perfekte Größe. Ich glaube, mit Dingen hätte ich es nicht geschafft, wenn ich größer gewesen wäre. Boah, Stress, 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 Stress. Gibt es nicht irgendwo noch... Die Lava kommt, scheiße. Kommt die eigentlich bis hier hoch? Ich will es nicht austesten. Das ist mir... Ich mag das nicht. Und das erste Mal, wo Bowser Jr. die Kappe aufhat. Und ich bin eben zu faul, den so auf normalem Weg zu besiegen, deswegen habe ich jetzt ein paar Feuerbälle draufgeholt. Die Starcoin wird irgendwann nachgeholt, aber ich weiß gerade gar nicht, wo die ist. Kein Plan. Wirklich null, zero. Aber, wie schon gesagt, die wird nachgeholt. Von dem her sollte es nicht allzu schwer sein, bis zum Ende dran zu bleiben. Ha. Verarscht. So, dann kaufen wir natürlich noch den Weg auf. Können wir uns jetzt erstmal aussuchen, wohin gehen wir? Was machen wir? Jetzt speichern wir erstmal. In die Welt wollte ich früher immer rein. Aber ich war zu dumm, da reinzukommen. Ich glaube, das Level sollte... Ah, nein. Das ist nicht easy. So. Hier geht's größtenteils um die Lianen und um das Teil hier. Oh, das zieht sich durchs ganze Level durch. Ist so ekelhaft. Weil wir noch Gegner dazukommen. Im Grunde genommen ist es ja auch nur Lava. Deswegen frage ich mich, warum die es so schwer machen. Also man merkt halt richtig, wie der Schwierigkeitsgrad angehoben wird in der Welt. Welt 3 war easy. Und jetzt ziehen sie so langsam an. Also ab und zu stelle ich mir die Nintendo-Entwicklung so vor. Jo, sie saufen sich jetzt warm und gegen Ende dann rauchen sie schon ein paar Joints und ziehen erstmal 3-4 Lines, bevor sie überhaupt mit dem Level anfangen. Aber mal. Ich bin doch so dämlich. Nein! Nein, 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 nein! So, der respawnt jetzt wieder? Oder auch nicht? Komm schon! Komm schon! Nein! Fuck! Die Starcoin ist schwierig. Oder was auch immer das ist. Ich glaube, ist ein Secret Exit. Das ist kein Secret Exit, das ist eine Starcoin. Wie kann man eine Starcoin so asozial platzieren? Okay, da mache ich einfach keine Panik. Ich meine, wir haben unsere Option da schon abgeschossen.
So. So kann man die auch noch holen. Die Starcoin. Oh, lol. Ah, fuck. Jetzt zieht das Level, der Schwierigkeitsgrad enorm an. Vor allem bei der Welt. Weil man kommt in die Welt einfach nur, wenn man irgendwas mit Mini besiegt. Also mit Mini Mario. Der Boss ist easy. Aber wir wollen ja hier die 100% von dem her. Lol, kann die fucking Schildkröte mal sterben? Ja, den Hit muss ich jetzt in Kauf nehmen. So. Wow. So, dann hier einfach ein bisschen schwingen und dann nicht sterben. Super. Huh. Jetzt frage ich mich, was man hier machen muss. Ah, da oben ist ein P-Switch. Da einfach draufklicken. Und am besten... Ich weiß nicht. Am besten aktivieren, wenn alle von der Plattform unten sind. Dann kriegt man noch Punkte und wahrscheinlich noch ein Leben. Jawohl. Das ist geil. Das ist einfach geil. So. Wir haben es aber noch nicht geschafft. Wir sind hier noch nicht am Ende, leider. Jetzt wird's asozial. Nein! Nein! Fuck! Wie dumm bin ich denn? Ich hab gedacht, da kann man in irgendeine Röhre rein. Ich kenne die Level hier halt nicht so gut. Mann! Fuck! Entschuldigung für den erneuten Ausraste. Aber ich weiß nicht, es ist halt scheiße schwer. Oh! What up? Es ist halt, keine Ahnung. Nein, 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 nein. Oh, fuck! Ich bin so dumm! Mir passiert, warum passiert mir so Zeug jetzt in letzter Zeit so oft? Es ist unglaublich, du willst nur alles so 100% spielen und dann kommt irgendwas und sagt so, du heute nicht. Oh, fuck. Wenn doch die Coin nachholen soll. Aber ich meine, hey, ich glaube mehr als 40 Parts werden es eh nicht. Mehr als 40 Parts werden es schon nicht bei dem LP, von dem her. Ich es richtig gelassen. Und ich habe es jetzt mittlerweile raus, wie man hier hochkommt. Von dem her ist alles gut. So. Also ich werde besser mit der Zeit. So ist es nicht. Aber man kann auch einfach so hoch, oder was? Ja, ist aber scheiße. Da muss man ewig warten. Lol, die hatten damals noch keine Physics. Okay. Gut zu wissen. Also die P Blöcke. So, jetzt kommen sie nochmal. Der hat mich nicht getroffen, das war Betrug. Ja, aber wo ist die letzte Starcoin? Kann nicht sein, dass ich so viel Starcoins verpasst. Na, ja, die werde ich am Ende vom Part auch nachholen müssen. Ah, Mann. Bei dem Geisterhaus habe ich eh keinen Plan, wo die ganzen Starcoins sind. Shit, wir müssen so viel nachholen. Es sind mittlerweile 3 Starcoins, die wir nachholen müssen. Ich gucke nur, dass ich zwischen den Parts einen Panzer bekomme. Dann können wir noch die eine nachholen. In dem Geisterhaus in Welt 3. Da wäre Welt 3 schon mal komplett abgehakt. Ah, endlich gescheites Level. Das Level ist okay, damit kann ich leben. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo Wiggler drin vorkommen in einem Super Mario Bros. So viel ich weiß. So. Wiggler ist tot und jetzt müssen wir mit dem geschickten Walljump hier rüber. Gut. Hat
hat gut funktioniert. So, das ist die erste. Einfach durchrennen. Dann können wir hier einen Panzer bekommen, was ich jetzt in dem Fall nicht bekommen habe. Hier ist eine Ranke drin. Hier können wir hoch. Komm, 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 komm. Kann man hier noch weiter hoch? Nein, kann man nicht. War ja klar. Hier ist, glaube ich, ein Stern drin. Okay, hier ist kein Stern drin. Nein, heute nicht. Als ob ich da sterbe. So, hier muss auch nochmal ein Walljump her. Das war schon wieder Münze 3. Wo ist denn jetzt die zweite? Ah, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Hier könnte man sich rein theoretisch noch ein Leben holen. Und die hole ich dann auch nach, die Sarko. Jetzt sind es schon 4, die wir nachholen müssen. Ne, ich werde sie schon noch nachholen. So ist nicht. Dauert halt ein bisschen, die zu suchen. Deswegen mache ich es jetzt hier rein. So. Auf ein neues... Scheiße, was war jetzt in der anderen Tür? Ah, jetzt pass mal auf! Wir können hier jetzt drauf. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber ich weiß nicht, was es bringt. Dann werden wir nach oben gezogen und da ist dann irgendein Secret. Genau, da kommen wir zur Münze, lol. Ist es die erste? Tatsache. Da unten interessiert mich irgendwie gar nichts. Dann können wir hier rüber und hab. Die Dinger sind ziemlich merkwürdig. Gehen wir hier rein. Ich glaube, zum Secret Exit kommen wir eh nicht. Müssen wir eh so irgend so abgefucktes Zeug machen. Oh lol. Das ist gut. Da ne, da brauchen wir Minipilz, wenn mich nicht alles täuscht. Ja doch, wir brauchen Minipilz. Aber das Zeitlimit dafür ist eigentlich echt solide, sag ich mal. Also es gibt Schwierigeres. Vor allem als Mini-Mario ist man sowieso schneller. Das ist halt ziemlich scheiße, dass man hier alle möglichen verschiedenen Items braucht. Oh Leute, dort oben ist noch was. Ah, genau, da geht's zur Coin. Jetzt muss ich gerade noch gucken, was in dem anderen, in der anderen Tür war. Ich glaube, da war noch... Nein, da war nicht die Coin. Was war da drin? Kein Plan, hol ich nach. Das ist die fünfte Münze. Jetzt machen wir hier noch das Level und dann sollte alles okay sein. Na komm, hätte es nicht ein Minipilz sein können? Oder ein Panzer? Ah ja, genau, das erste Level, wo Bob Oms auftreten. Hätte ich früher auch gedacht, wurde Zeit. Oder wird Zeit. Im Grunde genommen einfach in der Hand halten, dann kann man... Das ist eigentlich echt gut steuern, wo die explodieren sollen. So... Und erstmal, wo die Dinger auftreten. Was auch immer es bringt, hier oben hinzukommen. Ah. Das bringt Wonder, aber ich hol sie in der Luft. Hör ab, Bob! Ah. Aber ich hab's Wonder in der Luft geholt. Oh Mann. Ja, ab und zu bin ich schon ein bisschen dämlich. Aber ich meine, es gehört dazu. Das gehört dazu. Mate! Bleib stehen! Ich
brauch dich. So. Okay, das war knapp. Da können wir schon durch. Jetzt kommt der Cooper. Am besten nehme ich da einfach so ein Ding in die Hand und dann, wenn was kommt, können wir gerade beides ausknocken, genauso. So, das brauchen wir demnach nicht. Da ist nichts Gescheites drin. Da oben könnte es Starcoin drin sein. Ich werde es einfach mal überprüfen und da ist keine Starcoin drin. Enttäuschend, aber okay. Das sieht ein bisschen mysteriös aus. Ah, Leute. Nein! Dein Ernst! Wo ist die Bombe? Ach, gerade eben Bombe. Ah, hier. Ach komm, mach ich halt mal einen auf Selbstmordattentäter. Hallo Akbar! So. Das war tatsächlich erst die erste Ding. Boah, ich hab über die Welt hat keine Ahnung. Darum ist die nächste. So, da kommen wir so rein, oder? Hier einen Walljump machen, zack. Die sollte halt nicht allzu schwer sein. So. Da vielleicht hier noch einen Walljump machen, dann sind wir hier oben. Können hier oben langlaufen. Ob das so schlau ist, keine Ahnung. Oh. Nein, nein, nein. Ach, einfach nochmal einen auf Selbstmordattentäter machen. Okay, es hat ja super funktioniert. So. Jetzt unten rein. Ach du Heilige. Das ist gut. So kann es von mir aus laufen. So, ich glaube, Secret Exits gibt es hier eh keine. Und das Level hätten wir eigentlich damit Bravour gemacht, oder? Aufpassen, dass der Dulli uns jetzt noch nicht wegnatzt. Juhu! Immerhin ein Level, wo wir alle Starcoins haben. Ich schneide jetzt noch die anderen Starcoins rein, die ich verpasst habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Ansonsten könnt ihr jetzt abschalten, wenn ihr gerade keine Lust mehr drauf habt. Tschüss und bis bald.